Einfach, warum trinkt man hier überall Soda? 88, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute bei Fresh angezockt spielen wir Soda Drinker Pro. Und wir starten einfach mal mit einem New Game. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Level 1, The Beach, a lovely place to drink a soda. Okay. Okay. Ah, so trinkt man die. Und was soll hier passieren? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Level 2. Man muss einfach seine Soda leer trinken. Walking with the night called Soda. Was ist das? Hier gleich ist meine Soda wieder leer. Nice! Ich habe schon zwei Level geschafft. Drinking Soda in a Wired Room. Ist das hier nicht alles ein bisschen wired? Oder weird? Wie spricht man das aus? Weird, glaube ich. Ne? Da sollte man nicht gegenlaufen. Was ist hier passiert? Was passiert hier, Freunde? Level 4. Drinking Soda in Space. Okay. Dann gibt's Neues, oder? Wo sind wir denn? Welche Planeten gibt's denn hier? Was ist das? Kommt man irgendwie auf den Planeten? Okay, Drinking Soda in a Castle. Und ich frage mich einfach nur, warum? Was ist das, Freunde? Mein Telefon klingelt, wie so oft in meinen Aufnahmen. Aber ich gehe mal wieder nicht ran. Heute hatte ich einen Anruf. Und auf dem Anrufbeantworter dann auch. Und die hat irgendwas, keine Ahnung, nicht in meiner Sprache gesagt. Bin ich hier im Mund von irgendwem oder was? Hier sind Zähne. Und ich bin auf einer Zunge. Und da vorne sind noch mehr Zähne. Okay. Drinking a refreshing soda before a convention. Okay, warum muss ich hier überall Soda trinken? Also Limonade ist ja nichts anderes. Die Folge wird 100 Pro heißen, ich trinke Soda. Und ich weiß einfach nicht warum. Drinking a soda by an empty pool. Okay. Der Pool ist empty. Auf jeden Fall, das Level-Design haben wahrscheinlich zweijährige Kinder gemacht. Und keine Ahnung. Das Gute ist, wenn ihr auch mal Soda in einem empty Pool trinken wollt, habe ich auch einen Key für euch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wo ihr eure Soda am liebsten trinkt. Und dann morgen um 18 Uhr wird einfach ausgelost. Dann bestimme ich einen Gewinner und fertig. Drinking a Soda in... Ich habe es gar nicht gelesen. Scheinbar in einem Wald. Das sieht eher so Disneyland-Geisterbar-mäßig aus hier. Ich hoffe, die Soda ist schnell leer. Ich habe Angst. Was passiert hier?
Okay, Level geschafft. At the County Fair. Da stand gar nicht Drinking Soda. Muss ich jetzt gar nichts trinken? Was passiert hier? Da hinten ist eine Fotobooth. Aber ich trinke einfach nur Soda. Ich bin voll der Obermacker wahrscheinlich hier. Wo ich schon überall Soda getrunken habe heute, ne? Alter Schäde, ich habe gar keinen Durst mehr langsam. At the Buffet. Soda kann man einfach überall trinken, kann das sein? Man, Woman, hier ist das Klo. Wo ist denn das Buffet? Okay, die Stühle voll hoch und das Buffet, das ist ja quasi auf Stuhlhöhe. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Drinking Soda on a Giant Carrot. Warum, Freunde? Einfach warum trinkt man hier überall Soda? Ich verstehe es immer noch nicht. Macht das irgendeinen Sinn? Hier sind übrigens zwei Giant Carrots. Mann, ey. Aber es ist abgespaced. Und ich habe keine Ahnung, was das Spiel in meiner Steam-Bibliothek soll, aber hey! The School Dance. Kann ich da Soda trinken? Das ist immer das Beste. Hier tanzt ja gar keiner. Wie langweilig. Warum tanzt hier keiner? Ich will tanzen. Komm, ich tanze mit meiner Soda. Und eine Pürette? Ihr wisst, was ich meine. Eine Drehung. Also, oder on the top of a skyscraper. Okay, der hat das Wort Drinking da vergessen. Kann man hier runterspringen? Guck mal, man muss trinken. Wow! Habe ich eher ausgetrunken oder sterbe ich eher am Boden? Was denkt ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und? Ding, ding, ding! Ich habe eher ausgetrunken. On the sinking ship! Okay. Sinkt das Schiff? Hier ist ein Wal. Wie cool ist das denn? Ein Fisch. Ein Tintenfisch natürlich. Und ein Wal. Und da hinten irgendwas Pinkes. At the Fantastic K&G. Was ist K&G? Ist das eine Tankstelle? Scheinbar. Da ist ein Hund. Oder so. Was ist das? Wer hat sich das Spiel ausgedacht und warum? Ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch haben wollt, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wo ihr eure Soda am liebsten trinkt. Morgen um 18 Uhr entscheide ich dann. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Bis dahin, haut rein. Ciao!